Willkommen zurück zum Let's Play Blue Dragon Awakened Shadow. Ich habe leider nur ein Level Up von mir und ein Level Up vom Taurus da bekommen, weil ich keinen Bock habe, so viel hin und her zu rennen. Warum leckt das so? Schild aktivieren. Na, natürlich. Moment, Leute. Och, toll, ich kann nicht pausieren. Das ist ja schön, wenn ich nicht pausieren kann, weil ich sollte nicht so oft Schild benutzen, weil es leckt so total. Vergessen, was auszustellen. Meine Güte. Ach Gott, so kann man doch gar nicht spielen. Alter, wie leckt das? Ich will nicht wissen, wie das bei euch aussieht. So gar nicht. Gott. Komm mal, oh, Schild. Gott, das leckt. Warum kann man nicht im Kampf mal kurz Pause machen? Das mag ich nicht an diesem Spiel, aber der Rest ist okay. Du hast ja auch schon wieder kein Schild. Oh, shit. Wer ist, wenn einer mal heilt? Hallo? Vielen Dank. Warum kriegst du nicht? Jetzt hat er mich mal nicht getroffen. Dreifach MG. Ah, nicht gut, ich brauche MP. Ich sterb schon wieder, muss ich noch mehr trainieren, darauf habe ich keinen Bock. Ich brauche MP immer noch. Aua. Gott, generieren sich die MP langsam. Okay, ich bin wieder tot. Oder auch noch nicht. Oder doch. Mein Gott! Okay, dann würde ich sagen, wie machen wir das am besten? Ausrüstung nochmal abchecken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder, wenn ich die Ausrüstung und so abgecheckt habe. So, ich habe mal mich kurz umgerüstet, nämlich auf diese Armwaffe. Nur leider habe ich jetzt wieder schon zu spät. Habe ich? Nein, ich habe nicht zu spät. So kann ich drei Angriffe machen. Ich habe zwar ein bisschen weniger Angriff, aber ich greife so um die schneller an und ich habe kein Schild mehr. Das ist toll. So, und so, dann habe ich mal meinen Partner noch bessere Waffen ausgerüstet, weil die total schwachen Angriff hatten. Ach komm, nicht diese. Aua. Ich brauche immer noch MP, das ist jetzt der vorletzte Schild. Ah, toll. Aua, der Schild kam etwas zu spät. Ist. Okay. Wenn er jetzt nicht drauf ist, dann. Toll, kein Schild. Dann bin ich am Arsch. Wer ist damit? Der hat noch sein Schild. Weg. Oh Gott. Heilen. Ich hätte auch einen Schild nehmen können. Aua, aber Heilung ist gerade für mich wichtiger. Ei, hör auf mich zu gehen. Jetzt benutzt du Feuer, wo ich dir den Wasserring ausgerüstet habe, weil du sonst immer Wasser benutzt. Nein, da musst du Feuer benutzen, ist ja klar. Oh. Bitte nicht sterben. Puh. Endlich! Andere Ausrüstung, dann geht's doch! ein P wieder. Und sie bekommt mal über 10 HP dazu. Hm, naja. Grant, wir haben jetzt eine Erdfähigkeit zum Zaubern für sie. Ich will immer noch mein Wasserschwert, das habe ich nicht bekommen mit aus. Zierang, Apfel, Barrieren, nicht aufwachen. Ich muss noch so viel aufnehmen. Und er gesagt, erstmal was wegschmeißen. Immer noch. Ich muss kombinieren. So, mal sehen, jetzt haben wir endlich das Manga. Das ist das Manga-Skizzenbuch, welches mir mein Schöpfer hinterließ. Das ist es. Was ist los? Warum habe ich auf einmal wieder keinen Helm auf? Ach ja,
ja, stimmt, das war ja das mit diesem dummen Helm und dann war er trotzdem nicht da. Nicht gut, ich habe keine Ahnung, was da steht. Genau. Dass ich das jetzt so vorlese, nachdem was da schon die ganze Zeit steht und ich das noch nicht gelesen habe. Genau. Ich weiß wohl noch nicht genug über Mangas. Na gut, ich werde Mangas aus der ganzen Welt sammeln. Auf diese Weise werde ich eines Tages in der Lage sein, das Manga-Skizzenbuch zu verstehen. Und dann kann ich mein eigenes fantastisches Manga schreiben. Und was sind bezeichnet? Da fällt mir ein, dass der Labortechniker genau das gesagt hat, dass man es braucht, um Mangas zu verstehen. Du solltest was trinken, Lorenz. Ich bin Feuer und Flamme. Jetzt, von jetzt an werde ich für mich selbst auf Schatzsuche gehen. Ich helfe dir. Bitte lass mich eines Tages dein tolles Manga lesen. Oh ja, das würde ich wirklich machen. Manga-Skizzenbuch erhalten. Tori Po ist mit dir befreundet. Ja. Questende. Endlich. Wie oft bin ich Game Over gegangen? 6 Mal? So ungefähr. So, haben wir hier sonst noch... Nö, können wir nichts machen. Ich glaube, die Waffe lasse ich auch ausgerüstet und jetzt muss ich erstmal was wegschmeißen. Das ist nämlich toll. Oder soll ich mich wieder umrüsten? Ich meine, Quatsch, dies hier. 4 Angriffe mehr, aber dann noch Elementschaden. Guten. Bin mir nicht sicher. Ich meine, der hier hat nur 2 Erde. Das, was der hier nur 5 hat, aber. Ach komm, lassen wir es. Warum wird der Helm nicht angezeigt? Ich habe keine Ahnung. Ich sollte dann mal wieder. Was hatte ich vorher drin? Windangriffskraft hatte ich drin. Ja, das müsste wieder sein. Und ich wollte verkaufen, fällt mir da gerade ein. Wegschmeißen, meine ich. Verkaufen, also ehrlich. Das heißt dasselbe, gut dann. Verkaufen. Und verkaufen. Und dann sollte ich alles aufnehmen können. Wenn ich dann... Verdammt! Barrierehut. Oh, diesen Hut, den ich noch brauche, den kann ich nicht aufnehmen. Das ist ja mal schade. So, habe ich irgendwas Neues bekommen? Kung-Fu-Helm, männlich! Das könnte ich den anderen ausrüsten. Ihm zum Beispiel. So, beim Helm, dann schmeiß ich jetzt einfach mal den hier noch weg. Damit Toripo zum Beispiel auch sowas machen kann. Und warum rüste ich den jetzt eigentlich noch aus? Ich hab keine Ahnung. Barrierenanzug? What the hell? Muss ich doch noch hier was wegschmeißen? Okay. Barrierenanzug. Darf ich vielleicht auch mal gucken, was der bringt? Ich kenne den, glaube ich, nicht. Barrierenanzug, Barrierenanzug. Ach, der doch, den kenne ich. Naja. Umso besser, dass ich jetzt 2 davon habe. Und wieso kann ich auf diesem Licht nicht fließen in die Richtung? Ach, endlich zu Ende. Ich sollte die Kamerarichtung trotzdem mal so machen und... Ja, soll ich jetzt... Ja, ich gehe jetzt mal offscreen. Offscreen? Nein, onscreen. Zurück. Auch wenn es langweilig ist. So, was ich noch sagen wollte. Beim Leveln, das wollte ich eigentlich vom letzten Part Ende machen. War der Weg aber so lang mühselig vom Speicherpunkt. Dann bin ich da einmal bei so einem Typ von der grünen Kappe verreckt. Ja, ich bin dort verreckt. Bei 2 Gegnern. Wow. Wie sowas möglich war, keine Ahnung. Ich war einfach zu dem Zeitpunkt viel zu dumm. Und... Ja. Dazu sage ich mal nichts. Dann hatte ich keinen Bock mehr auf Leveln, weil ich den ganzen langen Weg wieder zurück muss, den wir jetzt gerade gehen müssen. Und da habe ich dann einfach ausgemacht und habe kurz mal eben hier ein Level abgemacht und ich hatte auch keinen Bock mehr drauf, weiter zu leveln, weil man hier zurück muss und die Gegner sind da. Wow, die sind wieder da. So, so viel stärker sind wir jetzt ja auch nicht. Genau. Komm, Roboter, da bist du. Reißverschluss? Habe ich richtig gelesen? Reißverschluss erhalten? Was soll denn das für ein Scheiß? Das war fast ein kritischer Treffer und ich wurde ohnmächtig. Das ist... Na gut, mein Status-Effekt ist wenigstens geblockt. Und wieder bei Sinn. 100 Gold und Barriereanzug nicht aufnehmbar. Och komm, den müsste ich jetzt eigentlich theoretisch mitnehmen.
Weil die anderen Sachen, die könnte ich damit nicht so gut kombinieren, aber ich habe gar keinen Bock, nochmal reinzugehen und Sachen wegzuschmeißen. Also lassen wir das mal. Oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Darum wollte ich dich gerade bitten. Was, ich habe bald 200 HP? Und ich bin so schnell bald tot? Scheiße. Das war einmal zu viel, aber... Wind, speak out! Gut, ich bin... Ja, so ein Kamm macht schon ordentlich Schaden. Alter, Alter. Diebesrüstung. Toll. Ah, so eine Krabbe, an der verrecke ich gerne mal. Nicht. Meine Güte. Wie viele Krabben wollen hier noch sein? Ich meine, ich bin gleich Level up, aber wie viele Krabben wollen hier noch sein? Toll, jetzt hat die Leuchte nicht geklappt, das wäre der Tod. Mensch. Ach, der Minotaurus. Er ist Level 12. Wie dem auch sei. Gold, Gold ist immer schön. Ich brauche das jetzt für kombinieren. Dann müssen wir jetzt erstmal hier wieder hingehen, damit man... Oh, oh, den wir besiegen kann. Das hat weh. Uiuiui. Ui, ui. Vielen Dank. Das war knapp. Was? 15 AP wird ja immer mehr, aber dafür bekommen wir weniger MP und nicht so gut Angriff, Magie oder Verteidigung oder magische Verteidigung. Nur HP. Hey, da ist ja das Wasserschwert, was ich gebraucht hatte. Willst du mich verarschen? Mensch. Naja. Oh, das wollte ich nicht. Tja. Ich will ja für den Roboter, weil der gerade nicht drin ist, immer solche Erfahrungen nehmen, aber nö. Musste man jetzt nicht machen. So. Fähigkeiten, Fähigkeiten. Was nehmen wir denn mal Schönes raus? Wasserschwert für Heilung. Tja. Machen wir es mal so. Warum ich Heilung rausnehme? Jetzt haben wir einen zum Heilen und ich heile sowieso nur in Bosskämpfen. Das war jetzt ja auch nur für den Bosskampf. So, die Armee wollen zurück. Ja, in diesem Part wird, glaube ich, nicht sehr viel erreicht, außer dass wir jetzt zurückgehen. Und warum ich das nicht aufs Spiel mache, ich habe keine Ahnung. Es kann jederzeit noch eine Sequenz auftauchen, was ich in diesem Moment nicht so wirklich glaube. Aber möglich ist alles, ne? Irgendwann war da nicht am Anfang noch so eine Absperrung. Ich glaube, das ist... Packte da nicht eben das Schwert noch aus? Naja, egal. Absperrung da, wo wir dann für andere Missionen in diesem Würfel herkommen können, oder wie... Aber ich glaube, wir würden dann heute in diesem Part noch irgendwie andere Würfel besuchen. Und irgendwann muss ich wirklich noch leveln. Ist mir alles zu viel. Viel zu viel. Mein Akku ist bald wieder am Arsch. Ach nö, nicht ihr schon wieder. What about Wasserschwert? So wenig Schaden ist das nun nicht. Dabei habe ich jetzt nicht auf den Schaden geachtet. Alarmmaschine. Was bringt denn das? Kannst du Sachen rufen? Neue Roboter? Nein! Weg da, Leute. Die Idioten. Na, wäre mal schön, dann könnte man leveln an denen, aber die rufen nichts. Die können sich nur selbst zerstören. Ach ja, gut. Boom geht's. Ah, mitten in ein paar andere. Boom. Wie viel habe ich? 10 habe ich, glaube ich, nur. Toll. Erde ist. Okay. Boah. Ich glaube, jetzt muss ich ja gar nicht mehr. Das ist ja nur bei. Oh, Selbstzerstörung, genau. Ich kann da ehrlich nicht hin. Oh. Muss ich ja hier oben erstmal wieder hin. Ich hasse hin und her. Moment, habe ich im letzten Part nicht irgendwas anderes gesagt? Ich liebe und hasse es. Also lieb hasse es. Aber egal. Manchmal ist es schön, manchmal nicht. Der Rückweg, Hinweg ist schön, der Rückweg nicht. Wetten, jetzt sind hier Gegner. Oh Gott, muss man ihre Sicht direkt in den nächsten Gegner rein teleportieren. Aua, das hat weh. Ich will... Ah, da haben wir wieder einen Eichentonfer. Stirbst du jetzt? Stirbst du jetzt? Stirbst du jetzt? Komm!
Aua. Aua. Du nicht. Bleibst du hier? Hau nicht ab. Ist er gerade verschwunden? Hä? Der. Ey, du, ich mag Gegner nicht, die teleportieren können. Ja. Ja, genau. Gegner sind vor mir. Das war doch schon einmal. Gegner war vor mir, dann war ist er auf einmal nicht mehr im Bild und dann war er auf einmal hinter mir und hat meinen Partner hier einfach mal so attackiert. Ne? Also sowas geht nicht. Da war die Absperrung. Da können wir nicht hin. Gut, dann würde ich sagen, speichere ich mal kurz. Hier drauf. Und komm, wann sind wir eigentlich beim Ausgang? Das dauert noch. Meine Güte. Kann ich mal eine Zwischensequenz kommen? Ich meine, immer wenn ich es onscreen mache, kommt keine Sequenz und immer wenn ich es offscreen machen will, kommt eine Sequenz. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Aber Moment. Der Gegner war doch eben egal, muss man nicht schnell. Wasserschwert! Du tot. Du auch tot. 40 Goldpunkte hier. Mein Gott, ist das wenig. Und mein Bruder hat komische Geräusche gemacht. Er ist Monster. Nein, er ist kein Monster, aber er ist Monster. So. Gott, wie viele Lichtdinger gibt es noch? Da sind erstmal wieder Gegner, die man sofort rein teleportiert wird. Komm. Oh Gott. Der war jetzt aber schnell tot. Oh nein, da sind ja noch zwei. Lalala. Wie ihr macht Selbstzerstörung. Ihr werdet mit Wasser bespritzt. Ja, mit Wasser. Eine Mune nicht aufnehmbar. Nicht selbst zerstören, nein! Ja, der hat sich selbst zerstört. So, darf ich mal? Danke. Ich mag sowas nicht. Ich meine, man weiß nie, ob man jetzt wirklich das betätigt, wenn da ein Ausrufezeichen steht oder nicht. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Warum aktiviere ich das eigentlich, wenn... Das war eine Anemone. Wenn man hier gar nicht mehr sowas machen muss. Ich bin schlau. Oh, Giro wollte ich schon sagen. Nein, der Phönix ist gleich Level 13. Und jetzt kommen keine Gegner mehr, ne? Das ist ja mal sowas von abgesehen. Ja, wir wollen den Mechat betreten. Und wollen wir jetzt, ja, ich wollte der Reihe nachgehen. Und mein Akku stecke ich jetzt rein. So. Wir sind jetzt... Welcher Würfel war das jetzt? Ach. Der heißt uns gleich eh willkommen. Das Spiel. Und... Ich glaube, war das der Wüstenwürfel? Neu-Lagodorf. Kein Wüstenwürfel. Was man hier wohl machen muss? Kommen wir erstmal angelaufen. Hey, kommt da jemand? Ein Mechat, ich wette Schuhe und die anderen dann sind auf dem Besuch. Irgendwas. Den kennen wir doch. Schuhe, Lady Zola, ich habe euch so vermisst. Hey, who are you? Genau, wer bist du? Ich heiße Henny. Freut mich, dich kennenzulernen. Well, you're new around here. Ja, ich bin neu. I'm Marumaru from the Devi Tribe. Ja, meine ich ja. Marumaru. Was hätte ich gesagt? Irgendwas mit Maru, ne? Have you heard of the Devi Tribe? Nein, hab ich nicht. Nein, noch nie. What the? How can you not know about the Devi Tribe? Weil ich gerade erst so gesehen geboren wurde. I'm friends with both the King of Jabral and Lady Zola. Was? Wirklich? Dann kennst du Shu auch. Sure, I know him. Shu and Jiro and Klug, we've all gone on adventures together. Hey, are you a friend of Shu? Ich denke schon. Then that makes you a friend of mine too. Oh cool, deine Freunde sind auch meine Freunde und umgekehrt. It's nice to meet you. So I'm gonna dance. Tanzen? This is the Devi Tribe's nice to meet you dance. Oh cool, wenn die Menschen einen schönen nicht kennenzulernen Tanz haben hätten, wie würde der aussehen? Warum tanzt du? Hat er doch gesagt, schön nicht kennenzulernen. Wer verfolgt Devi? Tanzen, wenn wir glücklich oder traurig sind. Ach.
und ich kann seine Stimme nicht so gut machen. Hey, wenn du ein Freund bist, dann kann ich dir etwas erzählen. Mein Vater ist in Gefahr. Er hat sich in Mokuri Power verwandelt. Was? Was ist denn bitte schon Mokuri Power? Ich muss etwas dagegen tun, sonst bleibt er für den Rest seines Lebens Mokuri. Bitte hilf mir, sein Mokuri zu heilen. Was ist Mokuri? Meine Rede. Du wirst es verstehen, wenn du ihn siehst. Bitte komm mit mir. Ja. Quest, dann würde ich aber sagen, beenden wir erstmal den Part, ne? Hoffe ich mal. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Oder ich sag schon bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht.